Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Globus. Ich bin's wieder, Evelyn von Mit Liebe zur Torte und heute dreht sich kulinarisch alles rund um das Thema Oktoberfest. Wir bereiten heute mal was Herzhaftes zu und zwar Laugen-Cupcakes mit einem Weichkäse-Topping. Viele denken, dass Laugengebäck in der Zubereitung super kompliziert ist, aber ihr werdet heute sehen, wie einfach das tatsächlich ist. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich zeige euch zuerst die Zutaten und anschließend die Zubereitung, damit ihr das Rezept auch zu Hause Schritt für Schritt nachmachen könnt. Für 12 Laugen-Cupcakes benötigen wir 170 ml Wasser, 18 Gramm Hefe, 1 Teelöffel Zucker, 85 ml Milch, 430 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Salz, 1 Esslöffel Rapsöl und etwas grobkörniges Salz. Und für das Laugenbad später braucht ihr noch 50 Gramm Rheinweinsteinbackpulver oder Natron und 1,5 Liter Wasser. Zuallererst gebe ich Zucker, Wasser und Hefe in eine Rührschüssel oder in einen Topf und verrühre das Ganze mit einem Schneebesen. Ich habe zum Aufwärmen meine Küchenmaschine verwendet, denn die hat bereits eine integrierte Koch- und Messfunktion. Und alternativ könnt ihr die Zutaten aber auch in einem Topf aufwärmen und zusätzlich einen Küchenthermometer verwenden. Und falls ihr keinen Küchenthermometer habt, dann wärmt das Ganze einfach auf, bis es lauwarm und nicht heiß ist. Nun geben wir die lauwarme Milch und die Hälfte des Mehls noch hinzu und dann lassen wir das Ganze so lange umrühren, bis sich die Zutaten verbunden haben. Mein Vorteig ist nun fertig gerührt. Den lassen wir jetzt auch erstmal so 5 Minuten ruhen, damit die Hefe aktiv werden kann und damit der Teig später schön feinporig wird. Einige Minuten sind jetzt vergangen und wir geben nun die restlichen Zutaten hinzu, also das restliche Mehl, etwas Salz und noch ein bisschen Öl. Und dann kneten wir den Teig etwa 5 bis 10 Minuten. Ihr braucht dafür auch nicht unbedingt eine Küchenmaschine. Ihr könnt das auch ganz altmodisch, wie die Oma das auch immer macht, mit Liebe per Hand kneten. Bei mir hat das jetzt genau 5 Minuten lang gedauert und mein Teig ist auch echt perfekt geworden. Er ist schön weich geworden und klebt auch nicht. Ich werde ihn jetzt erst einmal zu einer Kugel formen, danach gebe ich ihn in eine mit Öl bepinselte Schüssel und dann werde ich den Teig etwa eine Stunde abgedeckt gehen lassen, damit er sein Volumen verdoppeln kann. Zwischenzeit bereiten wir das Weichkäse-Topping zu und dafür benötige ich 250 Gramm Camembert, 40 Gramm Margarine, eine rote Bio-Zwiebel, 3 Esslöffel Milch, etwas Kümmel, Paprikapulver, Pfeffer und Kräutersalz. Den Camembert habe ich vorher in kleine Würfel geschnitten und den zerdrücken wir jetzt erst mit einer Gabel. Die zimmerwarme Margarine und die Milch können wir nun ebenfalls hinzugeben und die Masse wird dann schön glatt gerührt. Für den Geschmack würfeln wir jetzt noch eine Zwiebel und die rühren wir dann ebenfalls unter den Weichkäse. Schmeckt das Topping noch mit Kümmel, Paprikapulver, Salz und Pfeffer ab und dann stellen wir es bis zur Weiterverarbeitung beiseite. Minuten sind jetzt vergangen und wie ihr seht, der Hefeteig ist wunderbar aufgegangen. Damit können wir auf jeden Fall weiterarbeiten. Ich streue mir nur noch etwas Mehl auf die Arbeitsplatte, damit der Teig gleich nicht kleben bleibt. Dann nehme ich den Teig aus meiner Rührschüssel und teile ihn mit einer Teigkarte in 12 gleich große Stücke. Meine Teiglinge sind jetzt fertig portioniert und die werden jetzt noch zu kleinen Kugeln geformt.
Ihr könnt jetzt auch schon mal euren Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen und eine Muffinform vorbereiten. Entweder setzt ihr jetzt Papiermuffinförmchen in eure Backform, ihr könnt alternativ eure Form aber auch mit etwas Butter fetten und mehlen. Das habe ich jetzt auch so gemacht und ich muss ganz ehrlich sein, ich mag die Variante mit dem Einfetten und Mehlen auch etwas lieber, da die Laugencupcakes sich nicht ganz so gut aus dem Papierförmchen lösen. Für diejenigen, die noch nie Laugengebäck gebacken haben, wird es jetzt spannend, denn wir bereiten jetzt das Laugenbad zu und dafür habe ich jetzt 1,5 Liter Wasser in einen Topf gegeben und das bringen wir jetzt erst einmal zum Kochen. Und dann zieht ihr den Topf von der Herdplatte und lasst ganz langsam rein Weinsteinbackpulver oder Natron in den Topf rieseln. Nun tauchen wir die einzelnen Teigkugeln für etwa 40 Sekunden in das Laugenbad. Dann nehmen wir sie vorsichtig wieder heraus, lasst sie kurz abtropfen und dann könnt ihr die Kugeln direkt in eure Form setzen. Mit einem scharfen Messer schneide ich die Teigkugel noch in der Mitte ein und wer möchte, kann die Laugenbrötchen noch mit etwas grobkörnigem Salz bestreuen. Anschließend werden sie im vorgeheizten Ofen 20 Minuten gebacken. Meine Laugenbrötchen sind nun fertig gebacken und die haben nun auch diese typische kastanienbraune Farbe. Ich würde ja jetzt schon gerne probieren, aber die lassen wir erstmal komplett auskühlen und in der Zwischenzeit bereiten wir die Radieschen und den Schnittlauch vor und damit können wir dann die Cupcakes später ausdekorieren. Das Laugengebäck ist jetzt schon recht schnell abgekühlt. Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr die Cupcakes noch in kleine Papierförmchen setzen. Gebt nun etwas von dem Weichkäsetopping obendrauf und das gelingt am besten mit 2 Teelöffeln. Dann könnt ihr die Cupcakes nach Belieben mit Radieschen, Schnittlauch und Mini-Salzbrezeln ausdekorieren. Wenn ihr jetzt auch Lust auf diese herzhaften Cupcakes bekommen habt, dann schnappt euch gerne die Rezeptkarte in eurer Globus-Markthalle. Dort bekommt ihr natürlich auch alle Zutaten vor Ort. Und falls ihr das Rezept jetzt nochmal in aller Ruhe nachlesen wollt, dann schaut gerne auf meinem Blog mit liebezurtorte.de vorbei oder in der Globus-Rezeptwelt. Ich hoffe, euch gefällt die Rezeptidee. Das Oktoberfest kann jetzt auf jeden Fall kommen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und schreibt uns doch auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr lieber süße oder herzhafte Backrezepte von uns sehen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ganz viel Spaß beim Nachbacken und viel Freude beim Genuss und tschüss!